Das englische Magazin Daily Mail berichtete am 1.7.2023 von Plänen des Weißen Hauses, das Sonnenlicht zur Verhinderung einer Klimaerwärmung künstlich abzuschirmen. Eine solche menschengemachte Maßnahme wird als Solar Radiation Modification bezeichnet. Der US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy interviewte zu diesem Thema kürzlich Dane Wigginton, den Gründer von geoengineeringwatch.org. Laut Wigginton finden solche gezielten Wettermanipulationen, Geoengineering genannt, schon seit ca. 70 Jahren weltweit statt. Diese künstlichen Eingriffe haben seiner Ansicht nach zunehmend schwerwiegende Auswirkungen auf die weltweiten Wettermuster und damit generell auf die Landwirtschaft sowie auf die biologische Vielfalt und die menschliche Gesundheit. Dient die weltweite Panikmache vor einer Klimaerwärmung eher dazu, die Menschheit von den spürbaren, fatalen Folgen solcher experimentellen Wettermanipulationen abzulenken?